Ich bin Gisela aus dem Kreis Aachen und möchte heute mit euch die Cappuccino-Sahnetorte herstellen. Zuerst werden wir einen Biskuitboden zubereiten. Dafür habe ich schon die Eier getrennt und werde zuerst das Eiweiß schlagen. Dabei achtet man darauf, dass man nicht so wild hin und her rührt und immer Luft unterzieht. Und die Probe, ob das Eiweiß fest genug ist, das ist, wenn man das auf den Kopf stellt, das hält dann auch. Okay, gut, um die Quirle nicht spülen zu müssen, haben wir damit begonnen. Jetzt verarbeiten wir das Eigelb. Hierzu gebe ich heißes Wasser und Zucker. Und das wird jetzt auch eine Weile geschlagen. Das wird so eine helle Masse und es, wenn sich Luftblasen bilden, dann ist das cremig genug. So, jetzt kommen langsam die Luftblasen hoch. Das kann man auch gut in der Küchenmaschine machen. Dann in der Zeit kann man die Backform vorbereiten. Dann hält das nicht so lange auf. Die Backform habe ich übrigens vorbereitet. Der Rand wird beim Biskuitteig nicht eingefettet, sonst rutscht der Teig immer ab. Also nur so ein Pergament einspannen und das reicht. Jetzt gebe ich meinen Eischnee darüber. So, und wir machen ja eine Cappuccino-Torte, so Instant-Cappuccino-Pulver, so 5-6 Löffel kommen hier rüber. So, es soll ja auch kräftig nach Cappuccino schmecken. Und dann mein Backpulver gebe ich aufs Mehl. Rühre das nochmal kurz ein. So, jetzt habe ich hier Stärkemehl und normales Mehl und jetzt wird das locker über die Eimasse gesiebt. Na, auch hier wieder nicht auf den Rand schlagen, wir wollen ja die Luft im Teig haben, dass der nachher schön locker wird. Okay. Jetzt nicht mehr mit dem Handrührgerät rein, sondern eigentlich mit dem großen Schneebesen das luftig leicht unterheben. Und nicht dabei auf den Rand klopfen. Man kann auch schon mal auf die Hand klopfen. So, wenn das Mehl jetzt vollständig untergerührt ist, dann können wir das in die vorgefertigte Springform füllen und dann ist unser Biskuitboden auch ruckzuckfertig. Das Rezept kann man auch abwägen, man kann auch einen dünneren Boden machen und noch den Boden für andere Torten verwenden. Also für normale Torten, wo noch eine Reismasse oder sowas drauf kommt, nehme ich nur die Hälfte des Bodens. Also mit 3 Eiern. Jetzt verteile ich das noch kurz. Und dann gebe ich den in den Backofen, so 40 Minuten etwa. Und ja, dann muss der wieder abkühlen und dann können wir den nachher mit Johannisbeergelee und Sahne füllen. Jetzt haben wir den Boden für die Cappuccino-Torte fertig, der ist gut ausgekühlt. Ich nehme ein kleines Messer und schneide hier mal, ich möchte ihn ja zweimal durchtrennen, schneide mir hier rundherum eine Kante, das habe ich eben schon mal vorbereitet, und dann möchte ich den gerade mit Hilfe eines Fadens durchschneiden.
Und das geht so, man legt den Faden in die Kante rein, rundherum. So. Und dann zieht man die hier über Kreuz. Ja, der ist ein bisschen kurz. Über Kreuz und ruckzuck hat man den Boden ganz gerade durchgeschnitten. Ich kann den jetzt mal aufschlagen. Ist ein ganz glatter Schnitt. Dann kommt man auch nicht in den anderen Boden rein. Jetzt machen wir das hier unten auch. Ich habe ja die Rille. Leg das nochmal rein. Also man kann es auch mit dem langen Messer, aber ich finde, das ist ein ganz toller gerader Schnitt, wenn man es mit dem Faden macht. Hier wieder über Kreuz nehmen und einfach durchziehen. Zack, und dann ist der Boden geschnitten. Jetzt lege ich den rüber. So, die Krümel können wir gleich wieder drauf nehmen. Zuerst, jetzt kommt unser Johannisbeerengelee. Ich habe so viel im Garten, deswegen finde ich das Rezept gut. Dann kann man sowas auch mal verwenden. Also muss schon ordentlich was drauf, dass man das auch nachher schmeckt. Nicht ganz bis zum Rand, sonst quillt das nachher bei der Verzierung am Rand raus. Hätte man eigentlich noch ein bisschen mehr drauf geben können. Ich lasse das mal für den anderen Boden übrig. Jetzt gebe ich hier auf unseren Boden Sahne. Man muss auch noch Sahne zurücklassen für die Außenhülle und dann habe ich eben im Spritzbeutel schon Sahne abgefüllt. Das liegt jetzt im Kühlschrank, um nachher ein paar Tüffchen draufzusetzen. Die Sahne verstreiche ich jetzt. Die kann ruhig bis zum Rand. So, das greife ich dann mit zwei Händen und klappe das einfach hier drauf. So, ein bisschen richten. Jetzt der Rest des Gelees drauf. Also man könnte wirklich noch ein, zwei Esslöffel mehr drauf geben. Und der Kuchen schmeckt besonders gut, wenn der einen Tag durchgezogen ist. So. Der ist in der Mitte ein bisschen hoch. Ich muss hier mal gerade was drücken. Jetzt kommt wieder Sahne auf den Boden. So, jetzt muss der noch ein bisschen gerichtet werden, weil wir wollen den gleich oben drüber gleichmäßig verzieren, dann soll das gut aussehen. So, die Krümel kommen jetzt mal weg hier. Jetzt wird der Kuchen noch verziert. Mach zuerst mal den Rand. Kann man auch gerne eine Tortenform nehmen mit einem Fuß, den kann man schön in der Hand drehen. Ich habe das eben sofort oben drauf gelegt, weil wenn man hier Krümel am Messer hat, dann hat man die nachher am Schluss oben drin und dann sieht das nicht mehr so schön aus. Deswegen habe ich jetzt hier die klare Sahne. Die wird verstrichen und der Rest kann auch noch am Rand verwendet werden. So, mit Hilfe einer Teigkarte gebe ich jetzt noch Mandelkrokant am Rand vorbei. Das ist immer ein bisschen schwierig. So, immer von unten nach oben ziehen. Die daneben fallen, die kann man gleich nochmal zusammenschieben und nochmal verwenden. So, hier habe ich nochmal meinen Pinsel. Streiche ich das nochmal ab. So, um schön gleichmäßige Stücke zu haben, habe ich hier wieder meinen alten Tortenteiler. Den habe ich bestimmt schon 30 Jahre, aber wird immer gut, hält sich ewig und ist immer dienlich, um die schönen Stücke hinzubekommen. Ich mache lieber immer die kleinen Stücke, dass man andere Kuchen noch probieren kann.
Die Stücke werden jetzt nur so angedeutet. Das ist sehr hilfreich, wenn man dann nachher die Dekoration anbringt. So, jetzt nehme ich mir den Spritzbeutel aus dem Kühlschrank und werde die Tupfen setzen. So, ist wichtig, die wirklich vorher wegzutun, die Sahne, dass sie noch richtig bis zum Schluss kalt bleibt. Ich habe das so eingefügt hier in den Beutel. Ich schlage den erst rum, den Rand, dann knicke ich mir den so und drehe den immer nach. Also man soll nicht hier auf dem Beutel anfassen, sonst wird die Sahne warm und läuft dann unten noch raus. Jetzt mache ich einfache Tüpfchen. So, prima. Jetzt meine Kugeln drauf. Natürlich muss der jetzt noch auf eine saubere Platte gesetzt werden und im Kühlschrank durchziehen lassen. Ja, und dann wünsche ich guten Appetit. Ich gebe hier noch ein bisschen Cappuccino-Pulver drüber. Denn eigentlich sollte die Deko auch so sein, das was außen drin ist, soll auch innen drin sein. Dann weiß man auf jeden Fall, worum es sich handelt. Ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit. Dankeschön.